Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Tönemäuse, zu Let's Play Animal Crossing. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Und wir geben jetzt dem Eugen Stiftung das Fossil, das wir noch nicht haben. Das war das hier ganz an der Seite. Abgeben, bitte. Genau. Huh, ein großes Huh. Okay. Nein, wir möchten nichts anderes stiften. Okay, gut, dann können wir jetzt gehen. Okay. Ich sage sehr viel okay, aber okay, jetzt können wir zu Noob gehen. Ach so, bevor wir zu Noob gehen, ich glaube, wir haben noch Platz. Ach, mich juckt's, meine Haare kitzeln mich. Meine Haare auf dem Kopf natürlich. Hier drüben hat, glaube ich, noch eine Kokosnuss. Nein. Okay, dann nehmen wir einfach so eine Muschel mit uns. Jakobsmuschel. Die da. Genau. Okay. Dann gehen wir jetzt dahin. Und können unsere Sachen verkaufen. Ich glaube, für Fossilien kriegt man auch viel. Ich bin mir aber nicht so 100% sicher. Sehen wir jetzt. Okay. Gucken wir doch mal, wie viel er für ein Fossil haben möchte. So. Wir gucken erstmal. 4000 Sternis. Alter Schwede. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Puh. Das ist viel, ne? Müssen wir jetzt mehr Sachen ausgraben und hoffen, dass wir die zweimal haben. Okay, schauen wir mal, wie viel wir hierfür kriegen. Huch, verkaufen. Uff. Zusammen wären das 14.950 Sternis. Okay. Das war alles. Oh, das ist so viel. Oh. Alter. Das ist richtig, richtig viel. Und alles nur, weil wir die Sachen ausgegraben haben. Von jetzt an graben wir immer alles aus. Immer. Achso, wir müssen noch zum Jens zurück. Ist mir gerade eingefallen von der letzten Folge. Wir müssen sagen, dass wir das erledigt haben. Das war ja innerhalb einer Stunde mussten wir das erledigen. Und da sind wir ja fertig geworden mit. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal hin. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Der wohnt hier. Genau. Okay. Hallo Jens. Hat er sich umgezogen? Hehe, und weg ist die Sonne. Psst, psst. Ja, also, was kann ich für dich tun? Psst, psst. Erledigt. Ja, ich wusste, ich kann dir vertrauen. Psst, psst. Also dann, ich muss dir etwas Schönes zum Dank geben. Psst, psst. Richtig. Hier bitte, ein Dielenboden, wie gewünscht. Dreimal hip, hip, hurra für Goruki. Psst, psst. 20 Uhr Essenszeit. Meine Lieblingszeit. Also, oh ja, wieso wolltest du nochmal mit mir sprechen? Wie läuft's so? Unglaublich, dass du in mein Haus gestürmt kommst, ohne ein Geschenk mitzubringen. Ich sag jetzt schon, wenn du irgendwo aneckst, ist das nicht meine Schuld. Psst, psst. Was? Wieso wollen die Geschenke? Okay, das hat er schon gesagt. Gibt's was Neues? Die Akademie des schönen Hauses gab mir gute Noten, juhu. Sie sagten, mein Innenraumdesign verdiene 48.332 Punkte. Wow. Hoho, du wirst Zeuge meiner persönlichen Aschenputtellaufbahn. Oh, Entschuldigung, ich hab den Tisch geschlagen. Aschenputtellaufbahn. Okay. Aber sein Haus sieht auch total schön aus. Der hat ja das ganze Spielzeugset, wie es aussieht. Von dem her verstehe ich das. So, was wir jetzt machen, ist hier jetzt diese Muscheln verkaufen. Du, du, du. Oh, Fisch. Hallo. Ja, Hallöchen, Popöchen. Ich habe gehört, du wolltest in meine Taschen wandern.
Nachtfischen. Nichts Schöneres als Nachtfischen bei Animal Crossing. Konzentrieren. Aha. Ich habe eine Makrele gefangen. Hey, das erfreut die. Das haben wir schon. Das haben wir schon gefangen. Deswegen wird das verkauft. Okay, hier ist nichts. Die liebe Sonja zieht bald weg. Leider Gottes. Oh, nochmal ein Fisch. Guck mal, heute ist unser Glückstag. Wenn wir jetzt nur die alle fangen könnten, das wäre dann noch viel besser. Aha. Nein, geh nicht weg. Fischi, ich brauch dich. Und du brauchst mich ebenfalls. Aha. Oh. Ich habe einen Kraken gefangen. Hilft ihr mir mit den Bettlaken? Die Bettlaken. Die Bettlaken. Es erinnert mich an das. Mein Verlobter hat gefragt, wie das auf Deutsch heißt. Butter. Butter. Und dann habe ich gesagt, Butter. Und meine Mutter hat gesagt, die Butter. Was schwäbisch ist. Das ist natürlich nicht korrekt. Die Butter. Oh, kleines Fischi. Kleines Fischi. Das klingt nicht so witzig. Es war aber in dem Moment sehr witzig. Komm schon. Oh, was bist du denn? Ich habe eine Barschmerle gefangen. Eine richtige Perle. Och, wir kriegen gerade ganz schön viele Sachen für unser Museum zusammen, hey. Aber so richtig viele Sachen. Oh, jetzt gehen wir doch mal auf die Seite. Ist da ein Fisch? Nee, da ist kein Fisch. Da ist die Doro. So, jetzt wieder durchrennen. Wer wohnt? Huch! Wer wohnt hier? Sonja, ich glaube. Ja, bei der waren wir schon mit. Oh, ist da ein Fisch? Oh, guck mal, da ist was. Ohoho, da ist aber was. Ohoho. Hohoho. Plups. Huh! Oh! Ich habe eine Languste gefangen, und zwar eine ganz robuste. Da haben wir so viel für unser Museum hier, dass es schon nicht mehr witzig ist. Ich laufe jetzt natürlich hier ganz falsch. So, jetzt erstmal hier runter an den Ozean wieder. Oh, bisschen weiter runter. Ich glaube, die Muscheln hatten wir hier schon eingesammelt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wie viel Platz haben wir denn für Muscheln? Ah, nicht mehr viel. Überhaupt nicht mehr viel. Zwei. Oh, guck mal, ein Fisch. Hallo, Fischi. Ich weiß, du willst das hier. Jeder würde das wollen. Und du garantiert auch. So, jetzt mal. So. Fischi. Ha, klappt jedes Mal. Siehst du? Oh. Ich habe eine Makrele gefangen. Hey, das erfreut die Seele. Meine Seele erfreut es mittlerweile nicht mehr. Glaub mir das. Oh, ein Riesenfisch. Boah. Der ist so riesig. Ha, ja. Oh, oh. Wir wollten dich nicht verschrecken. Heiliger, großer Fisch. Nein. Ah, ja. Komm schon. Bitte kein Autoreifen. Nein! Jedes Mal bei dem Großen funktioniert es nicht. Wieso? Oh, wieso tust du mir das an, Fischi? Oh, guck mal. Neuer Fisch. Hey, Fischi. Ich muss mit dir trainieren. Für den großen, fetten Fisch im Ozean.
Aha! Und was bist du? Eine Karausche. Okay, die haben wir, glaube ich, schon mal gefangen. Bin ich mir aber nicht sicher. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Das Leben ist so traurig, wenn man die dicken Fische nicht fängt. Okay, gehen wir doch mal. Ich glaube, wir haben gar keinen Platz mehr. Gehen wir doch mal ins Museum. Und geben ihm die Fische, die wir gefangen haben. Okay. Stiftung, ja. Okay. Puh, da ist einiges. Makrele, haben wir das schon? Ich glaube schon. Ah, wurde von uns gestiftet. Okay. Na, dann wissen wir wenigstens, dass wir das schon haben. Ich glaube, das wussten wir sowieso schon, aber jetzt weiß ich es nochmal. 3.000 Mal hält besser als einmal. Ja, natürlich haben wir noch was für dich. Machen wir einfach gleich weiter. Hier, bitteschön. Huh, in der Tat, huh, eine Bachschmerle. Huh, sie haben mir Angst eingejagt. Ich dachte, sie sagten Bachschmetterling. Was? Huhuhu, ich bin erleichtert, dass ich mich verhört habe. Bei Bachschmerle fällt mir ein Freund ein, der aus ihnen Milchshakes macht. Oh, das ist eklig. Widerlich, ich weiß. Und der Geruch erst. Huh, welch Gestank. Ugh. Huh, wir sind ihnen zutiefst in Dank verpflichtet. Gibt es vielleicht etwas anderes, das sie stiften möchten? Sicher doch. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was sie uns stiften möchten. Ja, da sind wir zwei. Haben wir die Karausche schon gestiftet? Ah, von uns sogar. Ja, ich bin ja sonst keiner hier. Okay, aber dann wissen wir auf jeden Fall schon, dass wir das gestiftet haben. Wieder einmal. Wahrscheinlich wieder einmal, denke ich mal. Weil ich so ein Goldfisch-Gehirn habe. Manchmal. Okay. Languste. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Huh, in der Tat, huh, eine Languste. Langusten sind in südländischen Küchen äußerst beliebt, glaube ich. Ich selbst habe mich noch nicht getraut, eine davon zu probieren. Sie sehen etwas zu insektenähnlich für meinen Geschmack aus. Krächz. Huh, wir sind Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Ja, ich möchte noch was stiften. Schiften. So. Einmal das da, die Krake. Huh, in der Tat, huh, eine Krake. Sowohl Kraken als auch Kalamare enthalten Tinte, ebenso wie Kalmar-Rezepte. Eine Speise aus Krakentinte sucht man dagegen vergebens. Vermutlich liegt es daran, dass Kraken wenig Tinte produzieren. Das bisschen Tinte, das sie produzieren, ist zu wässrig und zum Kochen ungeeignet. Allerdings soll der Geschmack ganz und gar interessant sein. Vielleicht sollten wir mal eine Pasta mit Pesto aus Krakentinte probieren. Huh, wir sind Inzitisten. Nee, lieber nicht. Blech, das klingt nicht so appetitlich, sage ich mal. Okay. Okay, das sind nur Sachen zum Verkaufen. Dann können wir jetzt wieder raus. Und die restlichen Muscheln vollends einsammeln. Oder vielleicht sogar angeln gehen. Das kommt drauf an, ob wir jetzt Fische finden. Hallöchen, Böchen. Oh, fetter, ganz fetter, dicker Fisch. Oh ja, bitte. Nee. Okay, vielleicht so. Dann geht das zum Fisch runter, hoffentlich. Ist der weggeschwommen? Tatsächlich. Wohin? Ah, da. Dahin. Nein, schwimm nicht weg, Fischi. Vielleicht ist das ein... Vielleicht ist das der Mama-Fisch und das ist der Baby-Fisch. Oh ja, jetzt bist du mein. Oh! Ich habe einen Karpfen gefangen. Jetzt habe ich einen Krampf im Arm. Und ich im Daumen. Ich habe einen Krampf im... Der Baby-Fisch ist noch da. Hey, Baby-Fisch. Hey, Baby-Fisch. 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 Fischi-Baby. Baby Fischi. Nein, nein, nein. Fischi, bleib hier. Fischi. Aha. Guck,
merke, ich werde immer besser. Oh, den können wir... Der Jens hat uns gesehen. Heißt der Jens? Ich glaube nicht, dass der Jens heißt. Macht nichts. Wir können den verkaufen, weil wir den schon haben. Den haben wir gerade eben erst abgegeben. Aber bei dem Kaufen bin ich mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, das ist der erste große Fisch, den wir gefangen haben, um ehrlich zu sein. Oh, wir sind jetzt voll. Ja, gut. Da ist ein kleiner Fisch. Fisch! Hallo, Fisch! Fisch. Mist. Fisch! Hallo, Fisch! Fischi! Plups! Fisch! Warum bist du blöd? Fisch. Okay, aber jetzt. Fisch. Immer noch nicht. Alter. Fisch. Nein. Aber jetzt. Richtig? Fisch. Der Fisch will mich doch veräppeln. So. Aha. Nein. Oh. Der Fisch ist uns entkommen. Ist ein großer Fisch? Nee, das ist ein kleiner Fisch. Das. Vor allem das und nicht das. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Du. Ich glaube, das ist zu weit weg für den Fisch. Nee, 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 das ist nicht. Okay, konzentrieren. Nein, ich hatte doch keine Zeit, mich zu konzentrieren. Die Fische heutzutage sind so ungeduldig. Die können einfach nicht warten. Jetzt verkaufen wir alles, außer den einen Fisch. Und dann gehen wir zur Bank. Dankeschön, mach ich. Verkaufen. Heute sortieren wir mal nicht. Den Kampf nicht, der Rest schon. Okay, 2070 Sterne ist. Das ist ganz okay, würde ich sagen. Okay, das war alles. So. Ja, bitteschön. So klingt das, wenn der so redet. Für mich zumindest. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch zur Bank und tun alle unsere Sternis rein. Also dafür, dass wir heute... Oh, du willst was? Halt. Aha. Augenblick, Marco. Wie kannst du mir einen Gefallen tun, Schwinge? Du weißt, was ich immer sage. Immer Schwinge. Läuft sich das tot? Ich denke schon. Deswegen... Musst du mir einen besseren Vorschlag machen? Ich überleg's mir. Alles klar, ich zähle auf dich, okay? Okay. Piep, piep. 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 Oh, habe ich keinen Platz mehr? Jetzt habe ich Platz. Piep, piep. Richtig? Ja, richtig. Das ist okay. Hey du, piep piep. Oh ja, schön, schön. Das werfe ich jetzt um mich wie Konfetti. Piep piep. Piep piep piep. Wir haben uns alle lieb. Hallo, da rein. Ich wollte nicht meine Angel hier versuchen auszuwerfen. Ich wollte hier reingehen. Genau. Kontozugriff. Wir haben 3920 rausgenommen und wir... werden jetzt einiges wieder zurückstecken. Okay. 2, 8, 3, 7 und 5. Das ist ganz schön viel. Das ist richtig viel, du. Richtig viel. Der Kontostand beträgt 66.433 Sterne. Gibt es noch etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Nee, danke schön. Okay. Dann gehen wir doch mal. Wir brauchen 230.000, wenn ich mich richtig erinnere. Das bedeutet, das wird noch ein Weilchen brauchen, bis da was draus wird. Okay, dann gehen wir doch jetzt zurück nach Hause. Müssen wir nur noch unser Zuhause finden. Okay. Okay, 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 hier. Okay. Gut.
Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, um ein Teil der Fledermaus-Familie zu werden. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben. Gute Frage. Ich glaube, wir hatten dieses nichts. Wart ihr schon mal angeln? Ich persönlich war noch nicht angeln. Ich denke, sobald ich nach England gehen werde, werde ich da vielleicht einmal angeln gehen. Aber wart ihr schon mal angeln? Und wenn ja, mit wem? Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!